Hallo, du Liebe, du Lieber. Ich teile hier mit dir in diesen Video-Channelings meine persönlichen Channelings mit Jesus Christus, der mich seit 2012 intensiv begleitet. Das ist für mich ein riesiger Sprung über den eigenen Schatten in die Sichtbarkeit. Deshalb habe ich es auch lange, lange zurückgehalten. Aber dieses Jahr ist das Jahr der Authentizität, des Sichtbarwerdens. Alles kommt jetzt ans Licht. So kann auch ich mich nicht länger meiner inneren Führung verweigern. In dieser Zeit der großen Transformation. Wenn du zu diesem Channeling geführt worden bist, enthält es auch für dich eine wichtige Information. Du kannst dich also entspannt zurücklehnen, dein Herz öffnen und mit dem Herzen zuhören. Lieber Jesus Christus, der du bist in meiner Mitte, bist du wirklich da? Bitte sprich durch mich. Ja, natürlich, meine Liebe, wir sind da. Wir sind ganz nah. Wir sind eins. Wir sind verschmolzen. Du willst mit uns deinen Weg gehen. Das verschmilzt uns immer mehr. Du möchtest dich von uns führen lassen. Du möchtest deinen Lichtweg gehen. Das verschmilzt uns immer mehr. Je mehr du deinen menschlichen Willen mit dem göttlichen Willen verschmilzt, desto mehr sind wir verschmolzen. Desto mehr sind wir eins, schwingen wir gleich, schlagen unsere Herzen im gleichen Rhythmus. Desto freier wirst du. Je mehr wir miteinander verschmelzen, desto freier wirst du. Das ist keine Unfreiheit und keine Gängelung, sondern desto freier wirst du. Das ist ein Paradox des Lebens, so wie ihr das wahrnehmt aus eurer Perspektive. Wenn man mit jemandem verschmilzt, wird man frei. Weil dann gehst du in die Einheit. Und die Einheit ist absolute Freiheit. Das kann ich jetzt spüren, das ist wunderschön. Das ist in meiner Mitte sein. In meiner Mitte sein ist Freiheit. Eins sein. Verschmelzen. Wie ist das denn, wenn Mann und Frau während des Sex miteinander verschmelzen? Lieber Jesus, fühlen sie sich dann frei? Im Jetzt, in der Ekstase,
Ja, fühlen Sie sich frei. Aber nicht, wenn das Ego dabei ist und bewertet, vergleicht, etwas will, etwas Bestimmtes will oder über Ängste nachgrübelt oder über die Einkaufsliste, über das Geschäft, dann nicht. Aber wenn man sich voll auf den Moment, auf das Hier und Jetzt einlässt, ist man frei. Wenn ich voll und ganz mit dir verschmelze, lieber Jesus, mit Gott, mit den Engeln, mit dem göttlichen Willen verschmelze, bin ich frei? Das ist wie diese Eisenbahn oder Tram, Straßenbahn, die nicht im Gleis ist, die ist nicht frei. Ich verstehe, die rumpelt, die kommt nicht voran. Aber wenn ich meinen Willen mit dem göttlichen Willen verschmelze, bin ich auf meiner Schiene, dann rolle ich frei dahin. Dann kann ich ganz schnell und frei und leicht dahinrollen. Ich verstehe. Aber jetzt kommt mein Geist, der interpretiert das als Einengung, als Einzwängung, nur auf der Schiene zu fahren und nicht links und rechts zu können. Dann ist es ja doch wieder Gängelung. Lieber Jesus, was sagst du dazu? Ist das Gängelung? Bitte gib mir eine deutliche Antwort in einer Sprache, die ich verstehe, und bitte sprich durch mich. Spüre, wie das ist, wenn du ganz in uns aufgehst, wenn wir ineinander aufgehen, dann gibt es nur einen Weg der Liebe, nur einen Wunsch. Das sind diese Schienen, die Liebe. Und die bringen dich überall hin. Überall hin, wohin du möchtest. Und sie vermeiden, dass du in den Schmerz gerätst. Links und rechts von den Schienen ist der Schmerz. Die Schienen bringen dich überall hin, durch die Liebe. Aber sie bringen dich nicht in den Schmerz. Dann bist du immer leicht, glücklich und frei. Du lebst im goldenen Jerusalem. Im goldenen Zeitalter der Freiheit und Leichtigkeit und Glückseligkeit. Aha, okay. Und die Schienen sind die Liebe, verstehe ich.
meinen Willen mit dem göttlichen Willen verschmelzen. Erkennen, wer ich bin, dass ich die Liebe bin, die Freiheit. Danke, lieber Jesus, liebe Engel, frei und leicht dahingleiten durchs Leben, nichts mehr bekämpfen, nichts mehr weghaben wollen, alles annehmen, was ist und kommen mag, keine Angst mehr haben vor den Schmerzen, sie nicht mehr vermeiden wollen. Mich nicht an meine Ziele und Veränderungswünsche klammern, sondern sie nur als Gedanken wahrnehmen. Es ist ein Gedanke. Wenn ich wollte, könnte ich. Wenn ich wollte, könnte ich. Das werde ich mir wieder öfter sagen. Danke, lieber Jesus.